attraktive Frau, oder? Ja, und es wirkt sehr herzlich. Ja, das finde ich auch. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Jetzt der Mann, der neben mir sitzt, kommt. Jonathan, ja. Was hältst du von brasilianischem Blut? Feurig. Feurig? Eine Frau? Zeige ich dir. Hier, guck mal. Hallo, ich bin Janaina Nazzarella, 42, Mama, Moderatorin, Model und willkommen in mein neues Wohnzimmer Made by West Wing. Da liegt Mama abends und die anderen können einfach dazukommen. Dazu kommen, gutes Stichwort. Würdest du gerne dazu kommen zu Janaina auf ihre Couch? Ich glaube, Giovanni hätte was dagegen. Ja, und deine Frau ja vermutlich auch. Sicherlich. Aber ansonsten? Attraktive Frau, oder? Ja, und es wirkt sehr herzlich. Ja, das finde ich auch. Extrem warmherzig. Ja. Ja. Und liebevoll, temperamentvoll. Viel Gestik, viel Mimik. Was noch? Obwohl es ja warmherzig ist, temperamentvoll ist es nicht zu beschüttend, also dass du das Gefühl hast, boah, jetzt kommt zu viel auf mich ein, du weißt gar nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern es lässt so ein bisschen Platz. Das ist ganz schön. Das macht sie wirklich aus, es ist kein überschüttendes Sprechen, also das Sprechtempo ist, finde ich, angenehm. Da ist Dialog, da ist Pause, da ist Punkt. Und ich finde auch stimmlich eine schöne Melodie, ja. Schöne Lebendigkeit in der Stimme. Absolut. Absolut. Und ich finde, na klar, man hört den Akzent, ja. Was aber nicht schlimm ist, weil es an sich von der Aussprache trotzdem klar ist. Ja, man versteht sie. Ja. Man versteht sie. Ich finde ja fast, dass so ein Akzent liebevoll ist, oder? Also wäre schade, sie hätte ihn nicht. Sie würde sich sicherlich in ihrer Wirkung dann nochmal ein bisschen was nehmen. Ja. Weil es hat in ihrem Fall dann sicherlich so eine Art, ja, Merkmal, einfach was Charakteristisches, definitiv. Ja, also ich glaube, dass das super wichtig ist, dass sie den behält. Ja. Wir haben ja unsere akzentfrei Deutsch sprechen Kurse, Janaina. Nee, schade eigentlich. Könnte sie auch was gewinnen aus deiner Sicht? Ich glaube, sie könnte tatsächlich, obwohl die Stimme schon relativ tief ist, noch mehr Tiefe erreichen, dadurch, dass die Atmung runterkommt, weil die sitzt eher ein bisschen hoch. Und dadurch könnte sie noch mal mehr Tiefe, ein bisschen mehr Klang erreichen. Das finde ich ganz schön als Ergänzung tatsächlich. Ab und an knarrt es ein bisschen, die Stimme sitzt so ein bisschen leicht hinten für mein Gefühl. Ja, ich gebe dir total recht, das sehe ich auch so, wenn sie nämlich ab und zu noch mehr Tiefe hätte. Jetzt gut, es geht ja um ihr Wohnzimmer, das ist jetzt nicht kein sehr wichtiges Thema. Aber, wer weiß. Ja, na klar, auch wichtiges Thema. Aber es wirkt natürlich so ein bisschen leicht. Ja, auch ihre Sprechweise ist so liebevoll leicht. Und vielleicht ist es ja auch eine tiefgründige Frau. Und dann könnte sie auch noch eine andere Seite zeigen. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Ich habe die auch noch wirklich noch nicht so gesehen. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen... Und es kann natürlich auch mal... Es darf auf jeden Fall diese andere Qualität haben. Und letzten Endes trägt sie sie vielleicht schon in sich. Ja. Und sie darf noch mehr zum Vorschein kommen. Ja, dann kann sie auch nämlich noch seriösere Formate machen. Dann muss sie nicht auf die... Sie ist ja schon auch eher viel in dieser seichten Ebene unterwegs. Das... wir werden wir überprüfen, wo wir sie das nächste Mal sehen. Ja, also schon insgesamt... In dem Kontext, in dem ich sie gehört habe. Es ist unterhaltend auf jeden Fall. Es ging nie um tiefere Themen. Und ich finde, die würden zu ihr passen. Sie könnte es. Sie könnte es nicht. Denn sie klingt trotz allem eigentlich klug. Und da könnte sie noch einen Schritt weiter gehen Richtung seriöse Formate. Vielleicht war es, Janaina, für dich. Ja. Dann kannst du kommen.